Okay, und herzlich willkommen. Da sind wir wieder beim Battleship Midway. Und zwar haben wir noch weitere 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tutorials vor uns. Jetzt geht's um die Flottenformation. Dann mal go, go. So, da gehen wir wahrscheinlich wieder auf die Karte. Die kennen wir ja schon. Willkommen zum Formationstutorial der US Naval Academy. Guten Tag. Nachdem Sie die Befehligung eines einzelnen Schiffs gemeistert haben, lernen Sie nun, wie Sie eine Gruppe von Schiffen befehligen. Mhm. In diesem Tutorial befehligen Sie zwei Schiffe. Mhm. Ihren Clemson-Zerstörer sowie einen modernen leichten Kreuzer der Atlanta-Klasse. Okay. Dieser Pfeil hier zeigt an, dass Sie zu weiteren Einheiten wechseln können. Ach, da unten links. Verwenden Sie den Befehl Einheit wechseln, um zwischen den Einheiten zu wechseln. Wechseln Sie zum Kreuzer der Atlanta-Klasse. Wahrscheinlich nur die Umschalttaste. Nee, E und Q, okay. Gut. Verstehe. Sie können auch das Fadenkreuz über eine Einheit bewegen und Sie mit dem Befehl Springe zu auswählen. Versuchen Sie es. War, glaube ich, wegen der Fahne auf die Klemmen drücken Sie X. Ausgezeichnet. Okay. Wenn Sie mehrere Einheiten befehligen, können Sie eine Formation bilden. Bewegen Sie dazu das Fadenkreuz über ein zweites Schiff und drücken Sie Gehe zu. Das war jetzt verbinden Sie die Clemson mit der Atlanta. Okay. Sehr gut. Wenn Sie zwei Schiffe verbinden, erscheint die Formationsleiste, die anzeigt, wie viele Schiffe welchen Typs sich in der Formation befinden. Okay. Das markierte Symbol zeigt das Schiff an, das Sie kontrollieren. Das oberste Symbol zeigt den Formationsführer an. Mhm. In diesem Fall die Atlanta. Aha. Kerneinheiten sind gold umrandet. Wird diese Einheit versenkt, ist Ihre Mission fehlgeschlagen. Die Formationsleiste wird nach einigen Sekunden durch einen Pfeil nach oben ersetzt, der anzeigt, dass Ihr aktuelles Schiff Teil einer Formation ist. Okay. Versuchen Sie jetzt, zwischen den Einheiten der Formation zu wechseln. Jetzt muss ich C und F drücken. Ausgezeichnet. Okay. Sie befehligen nun den Formationsführer. Ja. Nun können Sie den Bildschirm Formation öffnen, indem Sie die Position Ihrer Einheiten anpassen können. Öffnen Sie nun den Formationsbildschirm. Das wird ja wohl die Map sein, ne? Nein, natürlich nicht. Halten Sie Alt und S gedrückt. Dieser Bildschirm zeigt, wie die Formation um den weiß markierten Formationsführer gruppiert ist. Okay. Der Formationsführer ist weiß markiert. Mhm. Aber Sie können nur die Position des gelb markierten Schiffs verändern. Warum? Hä? Befinden sich in einer Formation mehrere untergeordnete Schiffe, können Sie mit dem Befehl Einheit wechseln, zwischen ihnen wechseln. Um die Position des Schiffs in der Formation zu ändern, bewegen Sie die Positionsmarkierung an die gewünschte Position. Drücken Sie Annehmen, um zu bestätigen und den Bildschirm zu verlassen. Repositionieren Sie nun Ihr Schiff. Ah, so, jetzt geht's wieder. Stimmen Sie die Position. Wo soll ich drücken Sie Eingaben, die Änderung zu akzeptieren? Ja, wo soll ich denn hin? So, machen wir mal da. Ja. Eingaben. Sehr gut. Aha. Um die Clemson in ihre neue Position zu bringen, muss sich auch die Formation bewegen. Setzen wir also die Atlanta in Bewegung und schauen, was passiert. Dann ramme ich aber den Flugzeugträger. Naja, ist doch nicht meiner. Ausgezeichnet. Die Clemson bringt sich in ihre neue Position in der Formation. Sicher? Bleibt noch zu lernen, wie ein untergeordnetes Schiff aus einer Formation gelöst wird. Erteilen Sie dazu einem Schiff einen direkten Befehl. Zum Beispiel einen Bewegungs- oder Angriffsbefehl. Alternativ können Sie auch das Kommandomenü verwenden.
Probieren wir es. Okay, ja, probieren wir es. Wechseln Sie zunächst zur Clamson. Öffnen Sie nun das Kommandomenü und wählen Sie den Befehl Verlassen, um die Clamson aus der Formation zu lösen. Alt und D. Aha, ach so, da kommt... Ah, verstehe. Hervorragend! Für den Formationsführer ändert sich der Befehl Verlassen in Auflösen. Mhm. Dieser Befehl löst die gesamte Formation auf. Gratulation! Sie haben das Formationstutorial abgeschlossen. Wegtreten. Ja, Sir. So, da haben wir auch die Flottenformation erledigt. Dann wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Nächste Mission. Was haben wir denn jetzt? Befehligung einer Flotte. Der Einsatz von Torpedos oder Schiffen scheint mehr sind deaktiviert. Oh. Willkommen zum Schiffsbefehligungstutorial der US Naval Academy. Heute lernen Sie, wie Sie Ihren Schiffen Befehle erteilen, um die Schiffe nicht selbst steuern zu müssen. Einfach laut rüberbrüllen. Sehen wir uns zunächst das Zielfenster an. Es erscheint oben links auf dem Bildschirm, sobald Sie eine Einheit mit dem Fadenkreuz betrachten. Achso. Probieren Sie es aus. Ja, da habe ich einen Frachter. Hervorragend. Ich glaube, da war ein bisschen schnell. Das Zielfenster zeigt den Namen der Einheit, wie weit entfernt sie ist, ihren Schadensstatus und ihre Klasse an. Okay. Amerikanische Einheiten sind blau, japanische rot. Drücken Sie Zielen, um eine feindliche Einheit als Ziel zu markieren. Wählen Sie nun das Frachtschiff als Ziel aus. Mit der Masters 2, genau so war das. Ein aktives Ziel wird durch die Farbe der Klammern angezeigt. Aha, okay. Weiße Klammern stehen für ein aktives Ziel. Guck mal, das ist gut. Weiß-goldene Klammern für ein aktives Ziel, das gleichzeitig ein Einsatzziel darstellt. Ach so. Ist ein aktives Ziel in Reichweite, nimmt es Ihre Einheit automatisch mit allen Waffensystemen unter Beschuss, die Sie nicht selbst direkt steuern. Sie können ein Ziel jederzeit deaktivieren, indem Sie Abbrechen drücken. Tun Sie das jetzt. Abbrechen war leer. Ah. Sehr gut. Okay. Ihr Schiff hat das Feuer eingestellt. Okay. Machen wir das Ganze etwas komplizierter. Naja. Mit Zielen können Sie auch zwischen allen entdeckten feindlichen Einheiten wechseln. Jedes Mal, wenn Sie Zielen drücken, wird das nächste Ziel ausgewählt. Na gut, ist logisch, ja. Probieren Sie es aus. Ja, dann nehmen wir erstmal den. Und dann nehmen wir den. Ja, das war ja jetzt nicht so schwer, oder? Okay, die Schütze wieder ausrichten und Feuer. Drücken Sie Maus, um zwischen Einheiten durchzuschalten, ja. Mach ich doch gerade. Soll ich jetzt wirklich einen versenken oder? Ich mach doch die Maus. Das hervorragend. Ach so. Sie haben nun das am weitesten entfernte Frachtschiff als Ziel ausgewählt. Ja. Es befindet sich jedoch außer Reichweite. Das ist schlecht.
Eine Lösung wäre, Ihr Schiff näher an das Ziel zu bringen. Möglicherweise, ja. Sie können dem Kapitän jedoch auch einen Angriffsbefehl erteilen, damit er dies für Sie übernimmt. Ja. Angreifen. Ach, so geht das dann. Okay. Ja, dann go, go. Der Kapitän des Schiffs manövriert nun, um das Ziel anzugreifen. Mhm. Der Befehlsstatus wird im Einheitenfenster oben links angezeigt. Gut. Nee, wenden links. Wir uns dem nächsten Thema zu. Das war's schon wieder. Okay. Ach nee. Neben spezifischen Befehlen können Sie Ihren Schiffen auch Handlungsanweisungen erteilen, wie sie sich generell verhalten sollen. Mhm. Eine Handlungsanweisung hat permanenten Einfluss auf das Verhalten eines Schiffs. Okay, cool. Torpedos ausweichen bestimmt, ob das Schiff automatisch versuchen soll, feindlichen Torpedos auszuweichen. Aber macht schon Sinn, oder? Die Einstellung Torpedo legt fest, ob ein Schiff automatisch Torpedos auf feindliche Ziele abfeuert. Ja, warum nicht? Sie ist standardmäßig deaktiviert. Schlecht. Bewegungsfreiheit bestimmt, ob ein Schiff selbstständig Ziele angreifen darf. Hm. Feuerfrei bestimmt, ob es eigene Ziele auswählen darf. Hm. Aktivieren Sie nun die Option Feuerfrei. Okay. Bums. Der Kapitän des Schiffs hat ein Ziel ausgewählt und beginnt mit dem Beschuss. Ja. Aktivieren Sie nun die Option Bewegungsfreiheit. Okay, Eingabe bestätigt. Der Kapitän des Schiffs startet nun ein Angriffsmanöver. Mhm. Beachten Sie, dass Sie den Angriffsbefehl des Kapitäns jederzeit aufheben können, mit der Leertaste, indem Sie das Ruder des Schiffs übernehmen. Oder so. Probieren Sie es. Das will ich aber nicht. Das lassen doch mal ein bisschen spielen. Steuern, übernehmen. S und D? So. Sehr gut, Seemann. Ausgezeichnet. Der Befehlsstatus steht nun auf Kreuzen, das heißt, Sie haben das Kommando über das Schiff. Damit ist das Schiffsbefehligungstutorial abgeschlossen. Okay. Gratuliere. Ja, bitteschön, dankeschön, wiedersehen. Befehligung einer Flotte, Zertifikat, wunderbar. Nächste Mission, mal sehen, was jetzt kommt. Steuerung eines Flugzeugs. Jetzt wird's ganz interessant. Achten Sie auf Ihr Flugtempo. Ist es zu niedrig, droht ein Strömungsabriss. Oh, cool. Willkommen bei der US Marine Aviation. Heute lernen Sie die Grundlagen des Fliegens, einschließlich Luftkampf und Landung. Das ist eine F-4F Wildcat, der Schutzengel unserer Trägerflotte. Sehen Sie sich erst einmal um. Im Luftkampf müssen Sie alles im Blick haben. Halten Sie Kontrolle, benutzen Sie die Maus. Achso, das muss ich dann halten. Alter, das geht aber fix. Das ist aber sehr empfindlich. Ja, mach ich ja.
Okay. Klasse! So. Bringen Sie das Baby in die Luft. Ja. Geben Sie jetzt maximalen Schub. Mach ich. Mit W und S ändern Sie Ihren Schub. Go, go. Das habe ich gerade getan. Ich fliege! Mama! Ja, was? Fahr- Unglaublich! Ah. Steuern Sie das Flugzeug mit der Hauptsteuerung. Mit oben und unten wechseln Sie zwischen Steig- und Sinkflug. Mhm. Mit links und rechts rollen Sie. Üben Sie jetzt ein wenig. Mach ich. Aus Y und X steigt das Flugzeug. Ah, das ist richtig. Ich bin etwas zu niedrig. Wo wird denn meine Höhe angezeigt? Ach, da. Mit dem Seitenruder fliegen Sie sanfte Kurven. Ja, so wieder kann ich. Großartig! Ja, fliegen Sie zu dem mit dem gelben Pfeil markierten Punkt. Ich fliege gleich auf die Fresse. Alter, also fliegen ist gar nicht so einfach, aber geht. Ja, man sich ein bisschen dran gewöhnt. So, ein bisschen Vorsicht fliegen, das ist ein Navigationspunkt, ja. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, aber es geht, ja. Wir kommen der Sache langsam näher. Jetzt haben wir die Sache halb im Griff. Ich bin mir auf die Landung gespannt. Das wird wahrscheinlich eine Bruchlandung. Landen sind mal das Schwierigste. Ja, so, komm. Das ist Panda. Gute Arbeit. Ja, schönen Dank. Kommen wir nun zum Luftkampf. Mhm. Geschützsteuerung. Okay. Eine Dakota wirft einige Übungsziele ab. Wenn Sie drei erwischen, haben Sie den Kurs bestanden. Sie erkennen die Ziele an den gelben Markierungen. Mhm. Mit Zoomen aktivieren Sie den Ego-Modus. Aha, okay. Okay, schießen Sie jetzt diese Ziele ab. Drücken Sie Waffe einsetzen, um zu feuern. Ich bin da mal voll durchgeflogen. Ah, ich kann auch so feuern. Okay, ich muss also nicht. Ja, es ist nicht ganz so einfach. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Da sind sie. Nehmen wir uns mal da hinten was vor. Ja, komm her. Boah, Alter. Oh, mir fehlt der Sound. Kein Sound. Boah, ey. Ist gar nicht so einfach. Lecko fattig. Oder habe ich den nur nicht auf dem Kopfhörer? Das kann natürlich sein, dass ich den. Oh, nee. Gas. Entschuldigung, ich wollte. Ich versuche das mal so. Ah, jetzt habe ich aber mal das Sound. Alter, gar nicht so einfach. Habe ich einen? Und wenn, dann habe ich den. Verbleiben Ziele 3. Okay. Alter, ist ganz schön schwer. Bisschen weiter weg, bisschen mehr zu. Alter, nein. Ich treffe die nicht. Alter. Krass. Das ist ja voll frech. Boah, also fliegen muss ich schon sagen, das ist schon eine Herausforderung. Weil es auch sehr empfindlich, die Maus. Ich glaube, das muss ich vielleicht nochmal in der Steuerung ändern. Komm schon! Treff! Yay! Ich hab meinen ersten Treffer! Yay! Den zweiten Treffer! So, komm her! Yay! Drei Treffer! Ein gut Traum. Geschossen, Junge. Oh, ja. Sie scheinen der geborene Kampfpilot zu sein. Am Arsch bin ich. Am Arsch. Das war nämlich verdammt schön schwer. Landung. Oh. Jetzt geht's in die Hose. Jetzt weiß ich's. Jetzt müssen Sie nur noch auf dem Träger landen. Sie können dabei selbst fliegen oder automatisch landen. Oh, das geht auch. Schön. So.
Öffnen Sie jetzt das Kommandomenü und wählen Sie Landen. Ja, lass mich wählen. Alt und D. Möchten Sie selbst landen, erfolgt der Anflug über das Heck des Trägers. Dort befinden sich die Fangkabel. Naja. Sie können nicht von vorne landen. Echt nicht? Na, schlau. Landen Sie auf die Flugzeugträger. Ja, das macht er ja gerade. Oh. Ich glaube, das ging gerade noch mal so gut. Das kann schon stehen. Achso. Gut, Sie haben Ihre Pilotenausbildung abgeschlossen. Krass. Oh Mann, oh Mann. Nee, also fliegen weiß ich nicht. Ist nicht so ganz meins, aber gehört aber mit dazu. Ich denke mal, da werden wir auf jeden Fall in der Kampagne schon mal so ein bisschen rumfliegen müssen. Steuerung eines Flugzeugs. So, was kommt denn als nächstes? Flugzeugwaffen bremsen Sie, Ihrem Ziel nähern, um besser zielen zu können. Naja, schauen wir mal. Willkommen zum Luftangriffstutorial der US Naval Academy, in dem Sie die vier wichtigsten Methoden kennenlernen, Bodenziele aus der Luft anzugreifen. Kampfflugzeuge haben die größte Reichweite ihrer Waffen. Spitzen Sie also die Ohren. Ja, Chef. Langstreckenbomben. Beginnen wir mit dem sogenannten Flächenbombardement. Diese Technik wird von mittleren und schweren Bombern eingesetzt. Zum Beispiel der B-17, die mehrere Bomben gleichzeitig auf ein Ziel abwerfen. Dazu müssen sie jedoch gerade und eben fliegen. Ihre Bomben sind gegen sämtliche Ziele einsetzbar. Bombardieren Sie das Frachtschiff dort unten. Okay, wie mache ich das? Halten Sie Waffe auswählen gedrückt, um die Bomben zu aktivieren und das Bombenfadenkreuz einzublenden. Waffe auswählen? Befindet sich das Ziel im Fadenkreuz? Drücken Sie Waffe einsetzen, um die Bomben abzuwerfen. Achso, Bodenschild. Ach so, okay, ah, stehe. Oh, 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 oh. Alter. Der Pitch. Achtung. Das ist gar nicht so verkehrt. Okay. Bei dieser Technik werden alle Bomben gleichzeitig in einem sogenannten Bombenteppich abgeworfen. Naja, Bams. Und tschüss. So erhöht sich die Trefferwahrscheinlichkeit. Ja. Toll. Sturzbomber. Okay. Daneben gibt es noch Sturzbomber. Zum Beispiel diese SBD Dauntless. Sie sind mit einer einzigen Bombe ausgestattet, können jedoch im Sturzflug auf ein Ziel zufliegen, bevor sie sie abwerfen, was die Präzision deutlich erhöht. Sie eignen sich daher besonders zum Angriff auf bewegliche Ziele, zum Beispiel Schiffe. Werfen Sie nun mit dem Sturzbomber eine Bombe auf das Frachtschiff ab. Und das mache ich. Versuchen Sie dabei, vor dem Abwurf so nah wie möglich an das Ziel zu gelangen. Achten Sie aber darauf, dass sie genug Zeit haben, wieder hochzuziehen. Oder sind sie doch mit dem Umschalt? Okay. Und? Bums. Ah ja. Jo. Treffer. Das war ein Volltreffer. Oh, voll. Fantastisch. Ja, freu dich doch. Torpedobomber. Schließlich gibt es noch Torpedobomber, wie diese TBF Avenger. Torpedos schlagen unter der Wasserlinie ein, das sollten sie, und eignen sich daher besonders zum Angriff auf Schiffe.
Sie müssen jedoch aus ebenem Flug und einer Höhe von weniger als 100 Fuß abgeworfen werden. Ach so. Da sie sonst beim Aufprall auf der Wasseroberfläche detonieren. Okay. Torpedieren Sie nun das Frachtschiff. Torpedos werden genau wie Bomben abgeworfen. Sie sehen jedoch kein Fadenkreuz. Denken Sie daran, tief zu fliegen. Okay, und wir sagen, go. Tja, uns gucken, ob das Ding jetzt noch trifft. Ey! Hä? Ich schieße einfach nur so, oder was? Ah. Ich hab getroffen. Das war perfekt. Ja, sicher. Wir machen Sie noch zum Marinepiloten, ach, Seemann. Ey. Ja, ja. Beschuss. Beschiss ist das. Die letzte Methode des Bodenangriffs ist das Beschießen von Bodenzielen mit den vorderen Geschützen eines Flugzeugs. Es eignet sich jedoch nur gegen leicht gepanzerte Ziele, wie Transportschiffe, Patrouillenboote und manche Landziele. Jo. Okay, Kadett. Warte, beschießen Sie das Transportschiff, bis es untergeht. Ja, natürlich. Bis es sinkt. Ach, schade, da kein Sound. Ah, jetzt kommt Sound. Ja, na klar, mit ein paar Kugeln. Hervorragend, Kadett. Sicher. Sie haben mit Bravour bestanden. Sehr gut. Als wenn das so einfach wäre. Habt ihr das gesehen? Der Propeller war voll am Eiern. Voll geil. So fliegt bestimmt kein Flugzeug. So, Flugzeugwaffen haben wir auch abgeschlossen. So, nächste Mission. Geschwader befehligen. Aha. Das können wir also auch. Na gut, dann mal los. Willkommen zum Geschwaderbefehligungstutorial der US Naval Academy. Hawkeye Tempest. Heute lernen Sie, wie Sie den Geschwadern unter Ihrem Kommando taktische Befehle erteilen. Um das Flugzeuggeschwader einen Feind anvisieren zu lassen, drücken Sie Ziele. Nehmen Sie nun das Frachtschiff vor sich ins Visier. Gut. Hab ich. Wenn ein Geschwader ein Ziel erfasst hat, können Sie Ihren Piloten über den Befehl Angreifen im Kommandomenü befehlen, einen Angriff zu starten. Mhm. Befindet sich ein Ziel innerhalb einer bestimmten Reichweite, tun Sie dies auch automatisch. Aha. Fliegen Sie etwas näher an das Frachtschiff, um dies zu beobachten. Das machen wir dann mal. Das machen wir. Wie Sie sehen können, hey Jungs, wo denn? Hat sich der Befehlsstatus auf Beschießen geändert. Ja, das ist beschissen. Da Ihre Piloten das Ziel angreifen. Das Geschwader setzt den Angriff fort, bis das Schiff versenkt wurde. Oder der Geschwaderführer sich zu weit vom Ziel entfernt hat. Oder die mich abgeschossen haben. Sie können den Angriff auch abbrechen, indem Sie im Kommandomenü den Befehl Neu formieren erteilen. Tun Sie das nun. Na gut. Hervorragend. Ihre Piloten haben den Angriff abgebrochen und nehmen wieder Formation ein. Mhm. Gut, fahren wir fort. Bestimmte Befehle können nur Flugzeuggeschwadern erteilt werden.
Zum Beispiel der Befehl Eskortieren. Damit befehlen Sie einem Geschwader, eine Oberflächeneinheit oder ein anderes Geschwader zu eskortieren und vor Angriffen zu schützen. Versuchen wir es einmal. Gut. Öffnen Sie zunächst den Kartenbildschirm. Okay. Gut. Auf der Karte sehen Sie Ihren Geschwader und einen befreundeten Zerstörer. Ja, die kreisen da so rum. Legen Sie das Fadenkreuz über den Zerstörer. Habe ich. Und drücken Sie Zielen, um ihn eskortieren zu lassen. Ja, lass mich doch. Ausgezeichnet. Ihr Geschwader patrouilliert nun den Luftraum über den Zerstörer und greift feindliche Flugzeuge an, die sich nähern. Sofern die Befehle des Geschwaders auf Feuer freistehen. Im Gegensatz zu Schiffen kann Flugzeuggeschwadern nicht der Befehl Bewegungsfreiheit erteilt werden. Aha. Da sie Feinde nur angreifen können, indem sie sich auf sie zubewegen, genießen sie ohnehin permanente Bewegungsfreiheit. Ja, macht Sinn, ja. Anstelle des Befehls Bewegungsfreiheit kann Flugzeuggeschwadern der Befehl CAP erteilt werden. C-Arbeit. Was für Combat Air Patrol steht. Ah. Das Geschwader bleibt dabei immer in der Nähe der eskortierten Einheit und beschützt sie. Öffnen Sie aus dem Kommandomenü das Befehlsmenü. Gut. Aktivieren Sie nun die Option CAP. Ja, dann lass mich. Sehr gut. Jetzt, wo CAP aktiviert ist, bleibt das Geschwader immer im Umkreis von 2 Meilen der eskortierten Einheit und greift nur Feinde an, die sich in diesem Radius befinden. Okay. Befinden sich dort keine Feinde, patrouilliert das Geschwader automatisch wieder den Luftraum über der eskortierten Einheit. Mit diesem Befehl können Sie zum Beispiel Ihre Bodeneinheiten vor Luftangriffen schützen oder Ihren Bombern eine Eskorte zuweisen. Erteilen Sie den CAP-Befehl, so wird automatisch auch der Befehl Feuer frei erteilt, da das Geschwader ansonsten nicht das Feuer eröffnen würde. Damit ist das Geschwader-Befehligungstutorial abgeschlossen. Mhm. Wegtreten. Jawohl, Sir. Irgendwie flogen die trotzdem manuell und naja. Gucken, weil der Propeller auch eiert. Sehen wir das? Ne, das sieht ganz gut aus. Den haben sie, glaube ich, ganz gut angenagelt. Also wie gesagt, muss schon sagen, für so ein altes Spiel sieht das Ganze echt gut aus. Also Geschwader befehlen können wir jetzt auch. Mal kurz gucken, was kommt denn da jetzt noch? Ah, wir sind jetzt bei den letzten. Ah, jetzt sind wir bei den U-Booten. Lautlose Jagd. Jetzt bin ich noch, da bin ich auch gespannt. So, lautlose Jagd. Dann sind wir auch schon mit dem Tutorial durch. Cool. Dann können wir dann nach die Missionen aufnehmen und fahren. Cool. Oh. Willkommen zum U-Boot-Tutorial der US Naval Academy. Tag. Heute lernen Sie alles über die Kriegsführung mit U-Booten. Tja, dann. Dieses U-Boot der Narwhal-Klasse ist der Stolz der amerikanischen Marine. Okay. Auf der Oberfläche verhält sie sich wie ein gewöhnliches Schiff. Ja. Sie ist an Bug und Heck mit Torpedorohren ausgestattet und besitzt die obligatorischen Flak- und Artilleriegeschütze. Aber ihre Fähigkeit zu tauchen macht sie zu etwas Besonderem. Genau. U-Boote können in 4 verschiedenen Tiefen operieren, aha, die Sie auf der Tiefenanzeige unten rechts ablesen können. Mhm. Momentan befindet sich das Boot an der Oberfläche. Tatsächlich. Starten wir einen Tauchgang, ja, indem wir die Tiefenanzeige auf die 2. Ebene setzen. Das geht wie? Drücken Sie C. Achso, das ist eine. Okay. Sehr gut. Das U-Boot taucht nun.
Ich hoffe, wenn ein U-Boot sich unter Wasser befindet, wird es für andere Einheiten unsichtbar. Naja. Sofern sie über kein Sonar verfügen, ich wollte gerade sagen, wie es zum Beispiel Zerstörer tun. Astig. Mhm. Das U-Boot befindet sich nun auf Periskoptiefe. Ja. Mit dem Periskop können Sie Ihre Umgebung beobachten und beim Torpedoabschuss zielen. Probieren Sie es aus. Ach so. Ausgezeichnet. Das Periskop funktioniert wie ein Fernglas. Sehr schön. Sie können jedoch nicht nach oben oder unten sehen. Nee, macht ja auch keinen Sinn. Zielen Sie mit dem Periskop auf das Zielschiff und versenken Sie es mit Torpedos. Gut. Ja, gezielt habe ich. Bugtorpedos sind alle feuerfrei. Bums, Torpedo 1. Torpedo 2. Und Torpedo 3 geht auch raus. Ich hoffe, das sollte doch erstmal reichen. Schauen wir mal, was passiert. Einschlag. Einschlag. Und Einschlag, aber nicht versenkt. Nee, noch nicht. Ja, oder, doch, versenkt, jawohl, weg ist er. Juhu. Sehr gut. Das U-Boot ist eine gefährliche Waffe. Ja. Seien Sie jedoch vorsichtig. Wenn das Periskop ausgefahren ist, könnten andere Schiffe in der Nähe Sie entdecken. Mhm. Fahren Sie das Periskop nun wieder ein. No. Blups, und weg ist es wieder. Also los. Was jetzt tauchen los? Sie das U-Boot auf Tiefe 3. Abwärts bitte. Okay, Chef. Und runter in den Laden. Sie befinden sich nun auf Tiefe 3. Unter Periskoptiefe können Sie Ihr Periskop nicht mehr einsetzen und keine Torpedos mehr abfeuern. Aha. Hier können Sie sich gut versteckt halten, ja, um sich vor feindlichen Wasserbomben zu schützen. Sogar Sonnenstrahlen. Simulieren wir einen Wasserbombenangriff. Nein! Nein, das tun wir nicht. Lass das sein. Dieser Zerstörer wird Sie nun mit Wasserbomben angreifen. Frech. Denken Sie daran, Zerstörer sind mit Sonar ausgestattet und können tauchende U-Boote aufspüren. Leider. Wird Ihr U-Boot vom Sonar erfasst, hören Sie das typische Sonar-Pingen, das anzeigt, dass der Zerstörer Ihre Position kennt. Die Sonarreichweite des Zerstörers ist in der detailliertesten Zoom-Stufe auf der Karte zu sehen. Ja gut, aber dann... So, was soll ich jetzt machen? Der Kollege ist da über mir. Oh, er kommt ganz schön nah. Ja, soll ich... Möglicherweise können Sie noch weiter tauchen. Versuchen Sie doch auf Tiefe 4 zu tauchen. Ja, dann lass mich runter. Los. Aber dann wird's schon knirschig wahrscheinlich. Ja, da gehen die Wasserbomben rein. Das sieht das schon ziemlich geil aus. Sind die auch explodiert? Sie befinden sich nun auf der tiefsten Tiefe jenseits der von der Navy empfohlenen Sicherheitsgrenze. Ja. Das Geräusch, das Sie hören, ist Ihr Druckkörper, der langsam birst. Wenn Sie zu lange auf dieser Tiefe bleiben, implodiert er. Das sollten Sie tunlichst vermeiden. Echt? Es gibt jedoch auch gute Nachrichten. Auf dieser Tiefe sind Sie für das Sonar unsichtbar und können so Ihrem Feind entkommen. Diese Taktik ist jedoch riskant. Ehrlich gesagt werde ich langsam ein wenig nervös. Ach Quatsch. Vielleicht sollten wir... Ja. Gehen Sie wieder auf Tiefe 3, Seemann. Ah, jo, heul nicht. Ja, schon besser. Oh. Als letztes sollten Sie noch wissen, dass U-Boote nur einen begrenzten Sauerstoffvorrat besitzen. Ja. Die Sauerstoffanzeige unten rechts zeigt an, wie viel Luft Ihnen noch bleibt. Wenn Sie unter Wasser sind, verbrauchen Sie langsam Sauerstoff. Ja. Das heißt,
Sie müssen von Zeit zu Zeit auftauchen, um den Luftvorrat aufzufüllen. Wenn Ihr Luftvorrat gefährlich niedrig ist, taucht Ihr U-Boot automatisch auf, was? Damit die Besatzung nicht erstickt. Nein. Es ist daher besonders wichtig, den rechten Moment zum Tauchen abzupassen, um Ihre Torpedos abfeuern zu können und noch genügend Zeit zum Entkommen zu haben. Schließlich wollen Sie nicht neben einem feindlichen Schlachtschiff auftauchen, richtig? Ja, mein Gott, mal ein bisschen... In Ordnung, Seemann. Kartenspiel vorbeikommen. Bringen Sie sie wieder an die Oberfläche. Ach, Mann. So, auf geht's ab nach oben. Wehe, jetzt die Klemsen rannten mich. Dann gibt's aber auf die Fresse. Kann ich denn jetzt auch mit den Waffen? Mit dem Bordgeschütz? Ich bin oben. Hallo, Schnucki. Hallo? Tutorial? Gratuliere, Seemann. Oh. Sie waren ein ausgezeichneter Schüler. Danke. Damit ist das U-Boot-Tutorial beendet. Mhm. Ja, wenn's meinst. Ja, damit haben wir das Tutorial abgeschlossen. Und dann würde ich sagen, erstmal von meiner Seite vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wo wir uns dann mit der Kampagne beschäftigen werden. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Tschüss!